Hare Krishna und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bhagavad Darshan, deiner Sendung über die Kultur und Philosophie des Srimad Bhagavatam. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser sehr interessanten und langen, ausführlichen Videoserie über das Srimad Bhagavatam. Heute ein weiterer Teil. Wir lesen wieder einen Vers. Wir sind ja schon im zweiten Kapitel. Und äh, mit dieser Videoserie möchte ich alle zu sehr inspirieren, animieren, motivieren, das Srimad Bhagavatam zu lesen, zu studieren, kennenzulernen. Wenn du es selbst lesen möchtest, in der Videobeschreibung findest du einen Link zu meinem Online-Shop. Und dort gibt es das Srimad Bhagavatam zu kaufen. Die gesamte Ausgabe. Die gesamte Wissenschaft der Gotteserkenntnis im Original, also ein Original-Sanskrit-Text. So nun lesen wir den 18. Vers des zweiten Kapitels. Und bevor wir beginnen, rezitieren wir ein Mantra, ein Gebet, um die Stimmung zu kreieren, das Srimad Bhagavatam wertschätzen zu können, eindringen zu können in die spirituelle Bedeutung dieses außergewöhnlichen Buches. Und. Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Om Namo Bhagavati Vasudevaya Wir lesen Vers 18. Nasta preesha badre shu nityam Bhagavata sevaya Bhagavati otama shlo ke bhaktiya bhavati Wenn man regelmäßig aus dem Bhagavatam hört, und dem reinen Geweihten dient, wird alles, was für das Herz leidvoll ist, fast gänzlich vernichtet. Und liebevoller Dienst für den glorreichen Herrn, der mit transzendentalen Liedern gepriesen wird, wird zu einer unwiderruflichen Tatsache. Hare Krishna. So, also bevor wir die Erläuterung lesen, dieser Text sagt, dass Nityam Bhagavata Sevaya, Seva heißt, Dienst, ein ständiger Dienst, ewiger Dienst zu Bhagavat, ein wunderbares Ergebnis bringt. Wer oder was ist Bhagavat? Einerseits ist das Bhagavat wirklich das Buch Bhagavat. Andererseits ist das ist Bhagavat eine Person, die ihr Leben dem Bhagavatam verschrieben hat. Und Bhagavatam bedeutet alles in Beziehung zu Gott. Also jemand der Spirituell liebt. So Dienst zu einer spirituellen Person bringt folgendes. Nashta Preyeshu Badreshu bringt die Beseitigung von allem, was unheilvoll ist. Also letztendlich das schlechte Karma wird aufgelöst durch diesen Dienst zu einem Bhagavat. Einer heiligen Person, einem Heiligen, einem Devoti. Und Bhagavati Uttama Shloke, dieser Dienst ist, mm, ja, zu Bhagavan, Bhagavan, der höchsten Persönlichkeit Gottes, der auch Uttama Shloka genannt wird. Uttama Shloka bedeutet, jemand, der mit schönen Liedern gepriesen wird. Also Gott ist derjenige, der mit schönen Liedern gepriesen wird. Und das führt alles letztendlich zu bhakti Bhavati naistiki Das bedeutet, die, dass Bhakti eine unwiderrufliche Tatsache wird. Naistiki, das heißt verankert, fixiert, stabil. Bhakti wird in deinem Leben eine unwiderrufliche Tatsache. Das ist für dich ein Gesetz, das gehört dazu. Das ist nicht etwas, was du hoffst, was du glaubst, was eine, eine Phase ist oder eine Mode, sondern das ist für dich Realität. Bhakti wird für dich zur Realität und alles, was damit in Verbindung steht. Du wirst vollkommen, ein vollkommen überzeugter Devoti. Es gibt da keine Zweifel mehr und du bist dadurch sehr entschlossen auf diesem Pfad und machst dadurch sehr viele Fortschritte, indem sich deine Spiritualität sehr gut und sehr schnell und sehr echt entwickelt. So, das ist, was der Vers aussagt. So, und Nityam Bhagavata Sevaya heißt ihm einerseits Dienst zu einem, einem Devoti. Andererseits im Dienst zum Bhagavatam, indem man das Bhagavatam liest, das Bhagavatam studiert, sich, äh, ja, mit dem Bhagavatam beschäftigt. So, das soll wichtig sein in unserem Leben. Dieser Dienst, diese Beschäftigung mit dem Bhagavatam Bhargava, äh, und jemandem, der sich, der das Bhagavatam, ja, verwirklicht hat. So, nun die Erläuterung. Hier wird das Mittel beschrieben, dass alle unglückverheißenden Dinge im Herzen die als Hindernisse auf dem Pfad der Selbstverwirklichung angesehen werden, beseitigen kann. Also wir haben viele Hindernisse in unserem Herzen, in uns drinnen, ich kann auch sagen im Geist, ja, in, in, die, die uns beschäftigen und ablenken, und diese sind Hindernisse auf dem spirituellen Pfad. Ich denke, wir wissen alle, was das bedeutet. Wir haben verschiedenste Anhaftungen an Dinge, die nicht gut für uns sind. Und diese sind eben Hindernisse, in unserer Selbstverwirklichung. Das Mittel ist die Gemeinschaft mit den Bhagavatas. Es gibt zwei Arten von Bhagavatas, nämlich das Buch Bhagavat und den gottgeweihten Bhagavat. Beide Bhagavatas sind wirksame Mittel und beide oder auch schon eines von beiden haben die Fähigkeit, diese Hindernisse zu beseitigen. So, das soll uns sehr motivieren. Wow, es gibt da eine. Eine Lösung für meine Probleme im Leben. Und diese Lösung finden wir im Bhagavatam. Das heißt, hier wird gesagt, einerseits eben der Devoti-Bhagavat oder eben das Buch Bhagavad. Aber es reicht auch schon eines. Also man könnte einfach mit dem Buch Bhagavad diese Hindernisse im Leben, die Hindernisse im Herzen überwinden. So, deshalb liest das Bhagavatam. Das ist eben die Schlussfolgerung, dass wir uns dann mit dem Bhagavatam beschäftigen. Ein Bhagavad-Gottgeweihter ist so gut wie das Buch Bhagavad, weil der Bhagavad-Gottgeweihte sein Leben im Sinne des Buches führt, das voller Wissen über die Persönlichkeit Gottes und ihre reinen Geweihten ist, die ebenfalls Bhagavatas sind. Das Buch Bhagavad und die Person Bhagavad sind somit identisch. Der Bhagavad-Gottgeweihte ist ein direkter Repräsentant Bhagavans, der Persönlichkeit Gottes. So kann man die Segnungen des Buches Bhagavad empfangen, wenn man den Bhagavad Gottgeweihten erfreut. So ja, es ist sehr wichtig, ähm, fortgeschrittene Devotis zu kennen, von ihnen zu lernen, von ihnen zu hören, Fragen zu beantworten, ihnen Dienst zu leisten. Dann werden diese großen Seelen uns segnen mit ihren Erkenntnissen. Sie werden bereit sein, uns zu helfen. Und dadurch wird auch letztendlich Krishna erfreut und wir lernen halt von den Besten der Besten das soll unsere, unsere bemühung sein ich möchte einen bhagavad divoti kennenlernen und ihm dann fragen stellen von ihm lernen und wie, wie er all das macht wie er die probleme des lebens löst wie er krishna näher kommt wie hat er das gemeistert und diese fragen stellt man dieser person wie hast du wie hast du das geschafft wie bist du krishna bewusst geworden so und das ähm, solche personen zu kennen ist eine große eine große ein großer Luxus, eine große Ehre auch. Und so wollen wir diese Gemeinschaft dann auch sehr ernst nehmen und uns bemühen, diese Persönlichkeiten sogar zu erfreuen. Also nicht nur nehmen, erzähl mir, erzähl mir, erzähl mir, sondern natürlich auch etwas geben. Dann sind diese Personen ähm, ja gebührend geachtet. Nicht, dass sie etwas brauchen. Sie erwarten nichts dafür, dass sie anderen helfen auf dem spirituellen Pfad. Aber dennoch sollen wir das tun, denn das hilft uns auch, uns erkenntlich zu zeigen, Wertschätzung zu entwickeln und letztendlich ist Krishna dadurch auch erfreut und ist uns wieder wohlgesinnt. Ein Stück mehr wohlgesinnt. Hm. Menschliche Einsicht reicht nicht aus, zu verstehen, dass man allmählich auf den Pfad der Hingabe gebracht wird, wenn man den Bhagavad Gott geweihten oder dem Buch Bhagavad dient. Menschliche Einsicht reicht nicht, also es braucht praktische Umsetzung. Spirituelles Leben ist praktisch. Das ist nicht nur was äh, Passives, Inaktives, Meditatives. Ja, man kann alles in Krishna's Dienst stellen man kann alle Aspekte seines Lebens spiritualisieren. Aber das sind wirkliche Tatsachen, wie sie von Schriller Narada Dev erläutert werden, der in seinem letzten Leben der Sohn einer Dienerin gewesen war. Diese Dienerin war im Dienst einiger Weisen beschäftigt, und so kam Narada mit ihnen in Berührung. Einfach durch ihre Gemeinschaft und indem er die Reste ihrer Mahlzeiten verzehrte, Bekam der Sohn der Mark die Gelegenheit, der große Gottgeweihte und die große Persönlichkeit Srila Narada Deva zu werden. So hier wird nun ein Beispiel gegeben aus der vedischen Geschichte von jemandem, der die Perfektion erreicht hat, indem er Gemeinschaft hatte mit Gottgeweihten. Und diese Person ist niemand geringerer als Narada Muni oder Narada Dev. Er gilt als die personifizierte Bhakti Shakti von Krishna und er hat in einem vorigen Leben Gemeinschaft geha gehabt mit großen Seelen und ihre Anweisungen, ihre Lehren ernst genommen, wodurch er Perfektion erreicht hat in seinem spirituellen Leben. So, der Punkt ist einfach der, wir brauchen Gemeinschaft von Fortgeschrittenen, die uns helfen können auf unserem Pfad, uns die Fragen beantworten und die einfach verstehen, wo das Problem ist wodurch wir eben unsere inneren Leiden und, und Ablenkungen von Krishna überwinden können. Dies sind die wunderbaren Folgen der Gemeinschaft mit Bhagavatas. Um diese Wirkung tatsächlich zu begreifen, soll hier bemerkt werden, dass man durch solch aufrichtigen Umgang mit Bhagavatas sicher sein kann, sehr leicht transzendentales Wissen zu erlangen und als Ergebnis davon, wird man im hingebungsvollen Dienst des Herrn gefestigt. Ja, so es wird sehr leicht zu verstehen, worum es eigentlich geht, durch diese erleuchtende Gemeinschaft und bhakti wird so wird dann wirklich so wird, wird gefestigt. Ja, wir wollen ja, dass bhakti gefestigt wird. Das heißt, dass man nicht mehr sporadisch spirituelles Leben praktiziert, sondern eben diszipliniert, stetig, regelmäßig und es einfach sehr ernst nimmt und dadurch neue spirituelle Gewohnheiten entwickelt, die wirklich einen transformierenden Charakter haben und uns von vollkommen läutern und verändern und zum Positiven hin verändern. So das spirituelle Leben soll ihm so etabliert und so gefestigt werden, dass es einfach zu uns dazugehört, zu meinem Leben dazugehört. Das ist Teil von mir, das bin ich. Ich bin ein Devoti bis zu einem gewissen Grad, manche mehr, manche weniger. Ich möchte das, ich praktiziere das. Das gehört zu meinem Leben dazu, wie eben mein, meine tägliche Ernährung zum Beispiel. So, das bedeutet gefestigter, hingebungsvoller Dienst, gefestigte Bhakti. Die Botschaften des Buches Bhagavad müssen deshalb vom Bhagavad Gottgeweihten empfangen werden. Und das Zusammenwirken dieser beiden Bhagavatas wird dem beginnenden Gottgeweihten helfen, mehr und mehr Fortschritte zu machen. Also, wir brauchen das, das die Schriften, Srimad Bhagavatam, und Menschen, die dieses Wissen lehren, dies leben und lehren, und dann können wir stetig Fortschritt machen. Und in dem Sinne soll auch dieser YouTube-Kanal dienen, um diese Botschaft des Srimad Bhagavatam einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Weil ich selbst glücklicherweise den heilsamen, Effekt des Srimad Bhagavatams erfahre. Und deshalb möchte ich dieses Angebot allen machen, die eben diesen inneren Ruf, diesem immer inneren, diesem inneren Ruf folgen wollen. So, dazu möchte ich dich eben, wie gesagt, motivieren, gib dir einen Ruck, probier es mal aus, lies das Srimad Bhagavatam, nimm die Worte ernst, vertraue in die Wahrhaftigkeit dieser Worte und nimm sie wirklich in dein Herz auf. Nimm es in dein Leben, in dein Bewusstsein, in deine Überzeugung und, und ähm, praktiziere Krishna-Bewusstsein und erfahre wirklich diesen Effekt der Läuterung, der Inspiration, der Befreiung, der Selbsterkenntnis, der Gotteserkenntnis sogar. Das wird hier vom Bhagavatam beschrieben und versprochen sogar. So, es liegt an jedem von uns, dieses Angebot zu nutzen, diese Chance zu nutzen. Lasst uns zusammen diese Chance nutzen, zusammen tut man sich einfach leichter, inspirieren wir uns gegenseitig, dienen wir uns gegenseitig als gute Beispiele, die dieses spirituelle Wissen des Srimad Bhagavatams ernst nehmen. Und so gehen wir als Beispiele voran, um mehr und mehr Menschen eben zu inspirieren, es uns gleich zu tun. Hare Krishna.